Willkommen bei Theorie Blabla. Ihr seid hier bei Talcott Parsons und seiner strukturfunktionalistischen Systemtheorie gelandet. Wir beschäftigen uns hier im Kern mit zwei Fragen. Zum einen finden wir heraus, warum Menschen eigentlich systemkonform handeln. Zum anderen schauen wir uns an, wie Parsons die Werteorientierungen innerhalb von Gesellschaften beschreibt. Zusätzlich werfen wir dann noch einen Blick in die Schule und untersuchen deren Funktion genauer, womit wir dann auch nochmal beim systemkonformen Handeln landen. Solltet ihr noch nie etwas von der Theorie Parsons gehört haben, dann klickt am besten erstmal in die Infobox und schaut euch die Grundannahmen von Parsons an. Ansonsten starten wir jetzt mit dem systemkonformen Handeln der Individuen. Damit ein Gesellschaftssystem stabil ist, müssen die Individuen der Gesellschaft soziale Rollen annehmen und den Erwartungen der Rollen entsprechend handeln. Wenn ich also zum Beispiel auf Arbeit gehe und die Rolle des Arbeitnehmers innehabe, dann muss ich mich auch den Erwartungen, die an mich gestellt werden, fügen. Solche Rollen bieten aber immer auch ein gewisses Konfliktpotenzial. Nicht selten hat man nämlich das Problem, dass die Erwartungen den eigenen Prinzipien widersprechen oder überhaupt keinen Raum lassen, individuelle Wünsche zu realisieren oder individuelle Bedürfnisse auszuleben. Überlegt doch mal selbst, ob das für euch und eure Rolle auch zutrifft. Das könnte jetzt vielleicht auch einer der Gründe dafür sein, dass so viele Arbeitnehmer in ihrem Job so unzufrieden sind. Hier stellt sich jetzt natürlich die Frage, warum sich Menschen den Zwang einer Rolle trotzdem antun. Parsons geht von einer Neigung des Menschen aus, physischen und psychischen Schmerz zu vermeiden. Psychischer Schmerz entsteht seiner Auffassung nach durch soziale Sanktionen, zum Beispiel durch sozialen Ausschluss, durch Missachtung oder auch durch Ablehnung. Eine Angst von Rollenträgern könnte also sein, aus der sozialen Gruppe, zu der die Rolle gehört, ausgeschlossen zu werden. Verhält sich das Individuum rollenkonform bzw. entsprechend der vorherrschenden Werte einer Gesellschaft, wird dies mit Bestätigung und Anerkennung gewürdigt. Ist das nicht der Fall, muss das Individuum mit Sanktionen rechnen. Menschen lernen angemessenes Verhalten nach Parsons also durch positive und negative Verstärkung. Seine Überlegungen orientieren sich hier am Reizreaktionslernen des Behaviorismus. Da ihm die Lerntheorie als Erklärungsmodell nicht ausreichte, kombinierte er diese mit der Theorie der psychosexuellen Entwicklung nach Freud. Dazu jetzt mal nur ganz kurz: in den verschiedenen Phasen der psychosexuellen Entwicklung werden die Rollenmuster erweitert. Einen anderen Grund sieht Parsons in der Sozialisation. Von Geburt an werden wir in der Kultur und in den Werten der Gesellschaft, in der wir aufwachsen, beheimatet. Zu den Werten kommen wir jetzt gleich noch. Das Handeln in Rollen ist ein fester Bestandteil unserer Kultur. Schließlich ist es ja für die Stabilität des Gesamtsystems wichtig. Psychischer Schmerz, den wir ja vermeiden wollen, entsteht also auch schon dann, wenn wir nicht rollenkonform handeln, weil wir eben von klein auf gelernt haben, dass man das so macht. Hier wird sehr schön deutlich, wie tief das Handeln in Rollen in uns verankert ist. Parsons, für den ja die Stabilität des Gesamtsystems wichtig ist und weniger das einzelne Individuum, findet genau diesen Lernprozess unglaublich wichtig. Systemkonformes Handeln, das ja oft nicht den natürlichen Trieben entspricht, muss mit Blick auf das große Ganze als befriedigend empfunden werden. Sozialisation ist für Parsons also der Erwerb einer Orientierung, die für ein befriedigendes Rollenhandeln erforderlich ist. Überspitzt formuliert bedeutet das also, dass systemkonformes Handeln für Parsons das Ziel des Sozialisationsprozesses ist. Die armen und glücklichen Rollenträger, kann man da nur sagen. Wir wissen jetzt also, warum die Individuen die vorgegebenen Erwartungen überhaupt erfüllen, also warum sie systemkonform handeln. Als zweites wollen wir uns hier jetzt noch mit der Frage beschäftigen, wie die Werteorientierungen innerhalb der Gesellschaft nach Parsons beschrieben werden können. Hierfür hat er ein analytisches Instrument entwickelt, die Pattern Variables, die in Gegensatzpaaren angeordnet sind. Und mit diesem Grundmuster kann man Handlungen strukturfunktionalistisch untersuchen. Damit das jetzt nicht allzu komplex wird, machen wir es uns ziemlich einfach und vergleichen die einzelnen Elemente dieses Instruments in der Familie mit der modernen Arbeitswelt. Eigentlich ist das Instrument dazu gedacht, um die einzelnen Punkte auf Gesellschaften anzuwenden und um deren Werteorientierungen herauszuarbeiten. Wir bleiben aber, wie gesagt, bei der Familie und
der Arbeitswelt arbeitsteiliger Gesellschaften. Das erste Unterscheidungsmerkmal ist die Affektivität, die wir in der Familie vorfinden, und die affektive Neutralität, die die Rollenträger in den Institutionen innehaben. Denkt hier doch einfach mal an eure eigene Familie und überlegt, was da so los ist. Ihr steht euch vermutlich relativ nah, kennt euch untereinander sehr gut. Das Verhalten in der Familie ist entsprechend weniger sachlich als vielmehr emotional. Ganz anders ist das in der Arbeitswelt. Da können wir ja zum Beispiel mal an eine Behörde denken. Die Kommunikation untereinander ist hier alles andere als emotional, sondern vielmehr sachlich. Schaut euch doch mal ein an euch adressiertes Schreiben einer Behörde an. Emotionen findet man da eher nicht. Das zweite Unterscheidungsmerkmal betrifft die Rollenanforderungen. Innerhalb der Familie sind die Anforderungen, die an die Rolle gestellt werden, schwer definierbar und werden deswegen auch als diffus bezeichnet. Denkt mal an die Rolle des Sohnes und versucht, diese Rolle mit Erwartungen zu verknüpfen. Ich meine, das geht schon, aber andere Söhne müssen andere Erwartungen erfüllen. Es ist total schwierig, da was zu finden, dem jeder zustimmen würde. Diffus eben. Ganz anders ist das in der Behörde. Der Sachbearbeiter dort hat ganz klare Rollenanforderungen, die ja von der Institution vorgegeben werden. Deswegen spricht man in diesem Zusammenhang auch von Spezifizität. Wir bleiben bei dem Beispiel mit dem Sohn und dem Sachbearbeiter und schauen uns jetzt das nächste Gegensatzpaar an. In der Familie sind die Beziehungen, die die verschiedenen Rollenträger untereinander eingehen, absolut einzigartig. Die Erwartungen, die an euch als Sohn oder Tochter gestellt werden, gibt es so vermutlich nicht nochmal. Anders ist es bei unserem Sachbearbeiter. Hier haben die Rollenanforderungen eine allgemeine Gültigkeit. Das bedeutet, der Sachbearbeiter ist praktisch beliebig durch einen anderen austauschbar. Die Behörde ist auf das einzelne Individuum überhaupt nicht angewiesen. Zwei Gegensatzpaare bleiben noch. In der Familie ist der Status, wir bleiben jetzt mal beim Sohn, fest zugeschrieben. Man kommt bereits als Sohn auf die Welt. In der Behörde, da muss der Status durch eine bestimmte Qualifikation hingegen erst erworben werden. Zuletzt steht dann noch die Gemeinschaftsorientierung in der Familie der Selbstorientierung in der Behörde gegenüber. Während die Rollenträger in der Familie nach einem gemeinsamen Interesse handeln, steht in der Behörde das eigene Interesse, zum Beispiel die eigene Position oder auch die Karriere im Vordergrund. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal das Wertesystem einer Industrienation mit dem eines Schwellenlandes vergleichen. Da werden dann in den Grundstrukturen wie bei der Familie und der Behörde eben auch ganz klar Unterschiede deutlich. Der Widerspruch, der den Überlegungen dieses Analyseinstruments zugrunde liegt und der uns wieder zurück zum systemkonformen Handeln bringt, ist folgender. Das Kind muss die universalistischen Orientierungen für ein angemessenes Rollenhandeln innerhalb der modernen Gesellschaft verinnerlichen, wird aber in der Familie in partikularistischen Werteorientierungen beheimatet. Wie genau dieser Umbruch verläuft, erläutert Parsons am Beispiel der Schulklasse, die für ihn die bedeutendste Sozialisationsinstanz darstellt. Zunächst schauen wir uns mal an, was eigentlich die Funktion der Schule ist, wie sie also zum Erhalt des Gesamtsystems beiträgt. Ihr merkt bestimmt gleich, wie eng diese Überlegungen mit dem systemkonformen Handeln der Individuen zusammenhängt. Zunächst mal sollen die Schüler die Bereitschaft entwickeln und die Fähigkeiten ausbilden, um ihre spätere Erwachsenenrolle zu erfüllen. Dazu gehört zum einen die Bereitschaft zur Verwirklichung allgemeiner Werte. Das meint zum Beispiel Pflichtbewusstsein, das man dadurch entwickelt, dass man pünktlich zum Unterricht erscheint, seine Hausaufgaben macht und sich auf Prüfungen vorbereitet. Außerdem entwickelt man dabei die Bereitschaft zur Erfüllung eines bestimmten Rollentyps. In der Schule ist man Schüler. Diese Rolle bereitet aber gleichzeitig auch auf die Übernahme von universellen Rollen in arbeitsteiligen Gesellschaften vor. Schüler lernen nämlich zum einen die Fähigkeit, die Aufgaben einer Rolle zu erkennen und außerdem auch die Fähigkeit, den Erwartungen der anderen, die diese an die Rolle stellen, zu entsprechen. Die Funktion ist klar, jetzt zur Aufgabe der Schule. Die Schule soll die Schüler in der Rollenstruktur der Erwachsenengesellschaft verteilen. Damit der Schule dieser Verteilungsprozess angemessen gelingt, wird ihr die Aufgabe der Selektion zuteil. Selektiert wird in der Schule nach was? Nach Leistung natürlich. Ihr denkt jetzt vermutlich alle an Noten, das ist auch richtig, reicht aber noch nicht.
Leistung meint bei Parsons nämlich zusätzlich ein angemessenes Verhalten, das von den Erwachsenen erwartet wird. Schüler mit hohen Leistungswerten sind also nicht nur clever, sondern auch brav. Je nach Leistungswert haben die Schüler dann bessere oder eben schlechtere Chancen, ihre Rollen in den Subsystemen des Gesamtsystems zu finden. Man könnte sich jetzt noch mit anderen Sachen beschäftigen, zum Beispiel mit den Bedingungen, die dem beschriebenen Prozess zugrunde liegen, oder auch mit der Peer Group, aber ich finde, das reicht an Input. Fassen wir zum Schluss also nochmal zusammen. Als erstes haben wir uns mit dem systemkonformen Handeln der Individuen beschäftigt. Weil systemkonformes Handeln für die Stabilität des Gesamtsystems wichtig ist, ist es für Parsons das Ziel des Sozialisationsprozesses. Wir lernen von klein auf Rollenhandeln als befriedigend zu empfinden. Gelingt die Sozialisation, dann handeln Menschen in Rollen, weil sie bei Zuwiderhandlung psychischen Schmerz empfinden. Und wer will schon psychischen Schmerz empfinden? Die zweite Frage dreht es sich um die Werteorientierungen in den verschiedenen Gesellschaften. Hier habt ihr Parsons Analyseinstrument kennengelernt, mit dem man herausfinden kann, ob die Orientierungen in den Gesellschaften eher partikularistisch wie in der Familie oder universell wie in der modernen Arbeitswelt sind. Und um zu klären, wie der Übergang von den festen Rollenzuschreibungen der Familie hin zu den allgemeingültigen in den Institutionen gelingt, haben wir dann noch einen Ausflug in die Schule gemacht. Hier wurde gezeigt, dass Schüler die Bereitschaft entwickeln und die Fähigkeit ausbilden sollen, um ihre spätere Erwachsenenrolle zu erfüllen. Die Funktion der Schule liegt in der Selektion und damit in der Verteilung der Schüler in unterschiedliche gesellschaftliche Positionen. Wenn ihr bis jetzt am Ball geblieben seid, dann habt ihr bestimmt ganz außerordentliche Leistungsmerkmale. Auf jeden Fall vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert mich gerne. Euch allen wünsche ich auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag.